Hallihallo, ihr Nachwuchsrecken. Leute, im letzten Part haben wir die Akkalerkundung für vorerst eingestellt. Also wir haben alle Schreine in Akala. Abgesehen von den da. Den ignorieren wir mal schön. Und wir haben das Labyrinth gemacht und waren hier beim Totenkopfteich. Auf Kilton werden wir noch ein Weilchen warten. Und ja, also während wir warten, werden wir Krog sammeln. Einfach weil wir es können. Ja, alles stimmt. Und mein Masterschwert, ich habe vorhin wegen Nick Sternensplitter gefarmt. Also was heißt gefarmt? Ich konnte einen einsacken. Ja, einen einzigen. Okay, dann machen wir es halt so, wie es du wolltest. So, Krogsamen. Hier damit. Wir brauchen ja noch welche für die Schildtasche. Du kannst weg. Ja, stimmt. Das hier sind die Krogs. Hier sammeln werden ich über Nacht nur schnell beim Hotel noch. Weil ich habe keinen Bock auf Gewitter. Was machen wir noch? Viel mehr habe ich für heute eigentlich nicht geplant. Ja, komm, wir pennen mal. Wir pennen mal hier im Stall. Wir nehmen Luxusbett. Wir pennen bis abends. Okay, diese Musik habe ich auch noch nie gehört. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Und sie haben wieder Regen gemeldet. Mittags. Ja, ich habe schon wieder ein Luxusbett genommen. Sorry. Oder das Sorry geht an meine Geldbörse. Das regnet schon wieder. Weißt du was? Mein Geld bekommst du auf jeden Fall nicht mehr. Morgens. Ey, aber ist diese Region wirklich so anfällig für Regen? Ah, nee, jetzt passt. Den Feuerstein nehmen wir mit. Davon könnte ich eigentlich noch ein Foto machen. Ich glaube, vom Soldatenbogen. Ah, doch, vom Soldatenbogen haben wir schon ein Foto. Hyrule Gras haben wir, glaube ich, noch nicht. Doch, haben wir. Ich probiere halt immer so an Sachen zu denken, die wir erst neulich gesehen haben und noch nicht fotografiert haben oder die wir halt schon ganz, ganz früh gesehen haben und deswegen nicht fotografieren konnten. Das sind Schwertklinge. Irgendwo dort unten war noch ein Krog. Ja, dort ganz links. Ich hol mir vielleicht doch lieber das Pferd zuerst. Welchen Sattel haben wir? Na, wir haben nur das antike Zaunzeug. Schade. Ich bin by the way so froh, dass wir das in Breath of the Wild du halt nicht zahlen musst, um die Pferde zu dir zu rufen. Genau. Den holen wir uns. Den Krog. Ich bin gerade am überlegen, macht es nicht sogar mehr Sinn, die Kultia-Schlucht Krogs erst gegen Ende zu holen? Also was heißt gegen Ende? Ich meine nicht gegen Ende des Let's Plays, sondern gegen Ende vom Video. Oder vom Krog-Sammeln hier in der Region der Wälder. Ich habe ja, glaube ich, schon im letzten Part angekündigt, dass wir das machen werden. Oh, Eldra.
Kommen wir genug hoch, um in seinen Aufwind zu gelangen? Ja. Okay, dann könnte das wirklich sogar passen. Come on. Ja, geil. Wir haben sein Horn getroffen. Perfekt. Jetzt könnten wir eigentlich schon das Reckengewand auf Max verbessern. Glaube ich. Ja, tatsächlich. Geilo. So, während Link fliegt, hole ich die Amiibos, die ich gleich einscannen will. So. Die zwei haben wir. Was mit dem ist, habe ich immer noch keinen Plan. Wir können aber mal Spurt essen. Wow. Echt funny. Okay, einmal 8-Bit-Link. Das explosive Fass killt immer. So, killt immer, sag ich mal, zu. Ist tödlich. So, oh, 50 Rubine, geil. So, und noch die Majora's Mask Link Amiibo. Uns fehlt ja noch die Hose der grimmigen Gottheit. Vielleicht bekommen wir sie ja jetzt. Nein, schade. Wir haben noch einmal Rivali Sturm. Jetzt stellt sich mir die Frage. Lohnt es sich, Rivali Sturm für diese Säule dort zu gebrauchen, um an diesen Krux zu kommen? Oder dort dann diese Wand hochzufliegen und so an diesen Krux zu kommen? An die Krux dort auf der Decke. Na komm, dann klettern wir dort hinten, dort drüben einfach hoch. Hier, den hätten wir eigentlich auch gut beim ersten Versuch holen können. Und? Was habt ihr heute gemacht? Heute war mal bei mir. Wir haben wenig Smash Bros. Gezockt. Zwei Typen mit die Sora gespielt haben, auseinandergenommen. Ich und Mal sind so ein Sora-Hater. Also in Smash Bros. Der Sora aus Smash Bros. Weil wir beide haben uns gewünscht, dass der Imposter als Lost DLC-Character kommt. Weil es hat sich halt einfach angeboten. In diesem Zeitraum wurde halt Among Us auf die Switch. Und das Ganze hat sich halt, wie gesagt, übelst angeboten. Und dann kommt es einfach, hey, Sora kommt ins Spiel. Das war halt schon so ein wenig. Ich hasse euch Nintendo-like. Eigentlich liebe ich euch. Euch und eure Spiele. Halt in dem Sinne. Aber in diesem Moment war ich halt wirklich sehr, sehr sauer. Und als ich halt am nächsten Tag in die Schule gekommen bin und mal davon erzählt habe, der es halt schon erfahren hat, das wolltet ihr nicht sehen. Diese Aufregung und das Ganze. Ich glaube, so fett angespannt war die Situation noch nie. Den Krog haben wir. Jetzt nur noch diese drei. Ja, ich glaube, ihr merkt langsam, warum ich Revolsturm als erste Fähigkeit geholt habe. Als erste Reckenfähigkeit. Wäre Revolsturm aufgeladen, würde man den Vorteil schon merken.
Allgemein, ich sollte mal so eine halbe Stunde Medizin kochen. Oder Medizin, oder Sportmedizin, die eine halbe Stunde lang geht. Das wird geil. Weil das kannst du machen, wenn du drei Sport, vier Sportlotus habe ich immer gemacht und ein Sternensplitter, glaube ich, bin mir dort aber nicht sicher. Oder Hornsplitter von Drachen. Das mit dem Sternensplitter bin ich mir aber echt nicht sicher. Habe ich nie ausprobiert. Oh ja, stimmt, ich habe das Diamantstirnband geupgradet auf Abwehrstufe 12. Ist es jetzt, glaube ich. Wo ist es? Da. Ja. Hoch mit dir, Link. Und es ist halt einfach so offensichtlich, dass dort in diesem Spalt ein Krog sein muss. Wait. Ist er oben? Revali, wir könnten. Ich könnte dich jetzt echt gut gebrauchen, Mann. Noch 3 Minuten. Klettert Link eigentlich auch schneller mit der Sportmedizin? Ey, dort bei den Schweifen von der Verheerung, also dort, die man beim Schloss sieht, denke ich immer, das ist ein Drache. Nee, ich glaube, ich habe schlecht markiert. Kann sein, dass der Krog da ist. Okay, nein. Ist er hier hinten? Nee. Obwohl, wo ist der Krog? Krogmaske. Ist er hier unten oder ist er weiter oben? Oder habe ich einfach nur schlecht markiert? Es liegt an mir. Der Krog ist nämlich hier hinten. Ups. Laut? Falls ja, tut mir leid. Ich bin gerade mit meinem Stuhl ans Mikro rangekommen. Ja, perfekt. Da sieht man mal wieder, wie schlecht ich bei Sachenmarkierung bin. Diese Markierung kann jetzt weg. Perfekt. Danke, Master Schwert. Oh, stimmt, im letzten Part haben wir den Heilerschild geholt. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, was ich da gerade probiert habe. Das weiß ich selber nicht. Also wirklich, wenn ich so daran denke, hey, in Tears of the Kingdom wird alles nochmal richtig, richtig krasser. Die Map wird sich verändern, aber es wird trotzdem im Inneren noch die Breath of the Wild Map sein. Das ist schon krass irgendwie. Also ich freue mich schon riesig drauf. Ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass Nintendo einen riesigen Druck deswegen haben muss. Ich meine, muss ja nicht heißen, aber ich kann es mir schon gut vorstellen. Weil Breath of the Wild war so ein riesiger Erfolg. Ja. Dort muss Tears of the Kingdom regeln. Nicht nur wegen den Einnahmen. Dieser Krog ist hinter der Statue, nein, auf den Armen der Statue.
Den habe ich leider übersehen, als wir zu diesem Schrein gekommen sind. Wir haben mehr als die Hälfte von den Schreinern. Das ist geil. In 10 Sekunden wieder verfügbar. Drei, zwei, eins. Danke, Revali. Ah, nee, doch hinter der Statue. Würde ich aber geiler finden, wäre der Krog auf der Statue gewesen. Beziehungsweise dort in der Hand. In Skyward Sword musste man damals, soweit ich mich erinnern kann, hat Zelda einen runtergeschubst und du musstest im richtigen Moment dein Ding zünden. Parasegel. Du durftest halt kein Feigling sein und zu früh zünden. Also du durftest halt auch nicht lebensmüde sein und zu spät zünden. Man musste es wirklich knapp machen. Das will ich damit sagen. Habe ich schon mal erwähnt, dass die Tears of the Kingdom Collector's Edition meine erste Collector's Edition ist. Oh ja, stimmt. Und der Heiler-Schild hat so eine hohe Haltbarkeit, mit dem kannst du so lang Schild schildern, wie du willst. Die Pferde nerven halt echt in diesem Spiel. Baumtreffer. Epona, komm. Der rastet dort komplett aus. Habe ich überhaupt ein Bild von dir? Ja, habe ich. Epona, nicht von dir. Den Moblins. Okay, hierhin möchten wir. Woher kommt der Typ? Der Drache fährt oder der Drachenvater irgendwie so. War sein Text. Sorry, Fuchs. Du warst mir im Weg. So. Wo ist der Krog? Ist das so, schon wieder so ein Raser? Oder ist das ein Baumkrog? Nee. Es ist der Raser. So. Wieder mit einem wunderschönen Sonnenuntergang. Puna, komm mal her. Sportlos und Dusse brauche ich die Fittlinge auch. Du kannst weg. Wir reiten jetzt geradeaus. Wenn wir nur geradeaus reiten, sollten uns eigentlich zwei Krogs auf dem Weg liegen. Weil du die Map zoomt raus, ja. Die Map zoomt raus, wenn du auf dem Pferd bist. Das ist geil. Und macht das Reisen mit dem Pferd noch besser. Der Krog ist irgendwo hier. Da drüben, safe. Komm hier. Lass dich abschlachten.
Bona sollte jetzt kommen. Eigentlich war das ein Fehler. Oh nein, der Stein ist dort oben. Diesen kurzen Weg hätte ich auch zu Fuß gehen können. Weil ihr kennt ja mich. Fragt nicht, was ich da gerade probiert habe. Den blauen den grünen Spatz haben wir safe noch nicht. Also krass, dass dieser Stein, der war komplett deplatziert, hat aber trotzdem noch gezählt. So, den holen wir uns noch. Und ich würde sagen, den drüben noch. Okay, das ist schon wieder so ein Feenstaubkrug. Danke. Einfach nur ansprechen in dem Sinne. Oh, du hast mich gefunden, bla bla bla. Das wurde doch gesagt, kein Link. Also kann nur Link eigentlich die Krux sehen. Weil für mich kam das schon immer so rüber, als kann wirklich nur Link die Krux sehen. Weil wenn er nur, weil wenn nur er Marunu sehen kann, dann ist er auch der Einzige, der die Krux sehen kann. Also was denken sich Menschen, wenn sie ein komplett random Windrad, also wenn sie ein komplett random platziertes Windrad sehen, was denken die sich? Weil ich meine, das sieht ja safe nicht nur Link. Weil ich denke mal, nur die Croc selbst sieht Link. Aber der Rest? Wartet. Ich mach das mal lieber so. Mann, die verpuffen so eklig. So. Ich sag nur, der Bombenpfeil hat geregelt. Dort in die Mitte. So Leute, das war's auch wieder mit diesem Part. Lasst gerne einen Like da und ein Abo, falls es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss.